Das Aquamar öffnet wieder seine Türen, zum Teil zumindest. Ab Montag, dem 13. Januar, kann im Aktionsbecken und im Kinderbecken wieder geplanscht werden. Auch die Rutsche ist dann wieder freigegeben. Weiterhin geschlossen bleiben das Schwimmerbecken, das Leerschwimmbecken und das Sprungbecken. In den Dächern über diesen drei Becken wurden bei Untersuchungen im September Risse in der Dachkonstruktion festgestellt. Aber die Sanierung schreitet voran. Ja, wir haben jetzt also die sogenannte Notabstützung hier in dem Becken drin stehen. Das heißt, wir haben also Balken in den zwei Becken, in dem dritten Becken wird es noch erfolgen. Die stützen also die Querträger oben, die ja die großen Risse haben. Und aufgrund der Risse ist ja dann auch das Bad gesperrt worden. Und das ist also uns auch wichtig, dass die Badegäste, die jetzt also dann ab nächsten Montag wieder zu uns kommen können, die Gewähr haben, dass hier also die Sicherheit gewährleistet ist. Das ist definitiv. Selbst bei schlimmsten Schneemassen auf dem Dach ist also nun für Sicherheit gesorgt. Klinge hofft, dass die Sanierung bis Juni abgeschlossen ist. Das grundlegende Problem wird neben der Sanierung der Balken sein, dass man dort oben in dem Zwischenraum, wo die Balken drinnen liegen, eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit bekommt, damit es eben nicht zur Austrocknung kommt und die Balken dann erneut wieder reißen würden. Also nicht, dass wir jetzt sanieren, die Balken sanieren und anschließend haben wir dann wieder eine unterschiedliche Luftfeuchtigkeit, Lufttemperaturen dort oben in dem Bereich, wo die Balken liegen. Das würde dann anschließend wieder zu Rissen führen und das will man vermeiden. Das Dach über dem Aktionsbecken und dem Kinderplanschbecken ist nicht von den Schäden betroffen. Sie können deshalb nun wieder geöffnet werden. Die Eintrittspreise, so die Stadt Marburg, werden reduziert.